jedermann. Es ist nicht ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Und sie war sehr hilfsbereit, als ich nach dir gesucht habe. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Ja, und jetzt kann ich auch wohl endlich sagen, hallo zurück, liebe Leute. Aber haben wir nicht aufgehört, als wir noch da vorne waren? Na gut, was soll's. Steam meint, das ist der Kontrollpunkt, den wir zuletzt hatten, also werden wir das mal glauben. Ganz ruhig, Junge, es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Okay, dem Patienten hat das einen Hund, na dann. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Ja, du sollst vielleicht mal aufhören zu quatschen. Na gut, schauen wir doch mal. Da sehe ich doch schon wieder so eine komische Thermosflasche. Ich frage mich wirklich, wozu man die hier braucht. Also, ich bezweifle zwar wirklich, dass wir das schaffen werden. Und, ah, okay, Erste-Hilfe-Kasten können wir nicht nehmen. So, hier irgendwo in der Rezeption meinte er doch, sind ein paar. Ah, hier, Formular. Lass dir das Formular geben, Adon. Okay, Meister Petz, ich hoffe, du beschützt mich in der Nacht. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Oh, und passen Sie auf, als Sie durch den Wald gehen wollen. Nicht, dass es Ihnen so geht wie Max. Ich bin etwas besorgt. Wir haben da draußen ein paar Camper, von denen wir länger nichts gehört haben. Nicht, dass sie sich regelmäßig melden sollten, aber mit diesen Fallen... Naja, ich will einfach keinen Ärger. Okay, danke. Keine Sorge, Rusty, wir machen schon keinen Ärger. Bis jetzt haben wir es eher so erlebt, dass andere uns ärgern. Ich soll glauben, dass du einen Typen erschossen hast, bups, und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kieteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Solange es keinen Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Punkt. Hab mich wohl geirrt. Al, komm schon. Ich meine, gut. Gut, vielleicht ist dir was Komisches passiert, okay? Na, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich will damit nur sagen, dass das alles ein bisschen dürftig ist, Superstar. Was wäre, wenn ich dir sowas erzähle? Du solltest auf keinen Fall nachts mit einer Waffe draußen rumlaufen. Es hat dich niemand hergebeten. Hilf mir bei der Sache oder flieg zurück nach New York. Du hast die Wahl. Ach, Barry ist eigentlich ganz netter. Denn, mal ehrlich, wer von uns würde so eine Geschichte glauben, wenn es Inna sagen würde, ein finsterer Typ hat mich angegriffen, als ich mit der Taschenlampe beleuchtet habe, wurde er plötzlich verwundbar und ich habe ihn abgeknallt.
Und dann hat sich seine Leiche auch noch praktischerweise in Luft aufgelöst. Kein Schwein würde einem das glauben. Al? Al? Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Was? Ja, Mann, Gesundheit. Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast, diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Ja, nur das war ein Film. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Das hat das Barry, das nicht stimmt. Lampe doch sonst wohin. Okay, okay. Schließ die Tür ab, wenn ich gehe. Ja, ja, geh und tu, was du nicht lassen kannst. Ich komm schon klar. Allein, aber was soll... Hat gewesen eine Waffe? Eine Hütte, die direkt aus einem Horrorfilm kommen könnte. Ja, ist schon wieder zappenduster da draußen. Super. 1A. Ich freue mich. Ja. Die gute Konico wird sich freuen. Bestimmt werde ich mich wieder vor Angst fast in die Hose machen. Ach, oh, Batterien. Das ist schnell her damit. Danke. Dann. Ach, okay, das war das Fenster. Hier ist die Tür. Fragt sich nur wofür. Zum Lover's Peak gehen. Hey, Krähchen. Wer greift mich wieder an? Halte die Stellung. Oh, ich hab eine Waffe, schön. Ich schließe dir die Tür ab. Irgendwie. Ach, und eine Manuskriptseite, die nehmen wir auch sofort auf. Und ich scheine schon wieder eine verpasst zu haben. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagen, für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Ja, kann man irgendwie auch verstehen, denn wie schon gesagt, wer würde einem sowas glauben, wenn man es nicht selber schon erlebt hat? Also, ich schau mal, irgendwie stören diese Schlieren. Schau mal, Forsync, das... Ja, willkommen zurück, das Spiel ist abgeschmiert, als ich Forsync angemacht habe. Na gut. Aber hey, jetzt können wir den Manuskriptseite nochmal nehmen. Danke, der Herr. Okay, hier ist nichts. Kann ich nicht einfach den Truck nehmen? Da würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Okay, die Schlieren sind zwar nicht mehr ganz so offensichtlich zu sehen, aber sie sind immer noch da, super. Ja, was soll's. Bisschen besser ist aber besser als gar nichts. Oh. Na. Da hat natürlich die Frage, soll ich reingehen? Licht anmachen, bitte. Ich fühle mich dann besser. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr.
Aber Doc, im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form und gerne an der frischen Luft. Ich weiß, dass Sie sehr gerne angeln. Das stimmt. Und gerade heute Morgen habe ich einen riesigen Forellenbarsch gefangen. Ja. Aber Sie nehmen nicht am Angelwettbewerb teil? Nein, nein, dieses Jahr nicht. Ach, wissen Sie, Pat, mir liegt nicht mehr viel an Wettkämpfen. Ich nehme mir lieber Zeit und genieße die Ruhe. Es macht keinen Spaß, wenn es nur darum geht, was ich fange, verstehen Sie? Wenn man sich Ihre früheren Ergebnisse so ansieht, sind die anderen Teilnehmer vermutlich sehr froh über diese Meinung. Vielen Dank für das Kompliment. Mann, wenn das mal kein... Ist da gerade jemand vorbeigelaufen? Das mal nicht kein interessantes Gespräch im Radio war. Okay, sehe ich jetzt selber auch schon irgendwas hier? Meine Herren. Was war das gerade? Ja, macht ruhig das Licht aus. Ist ja nicht so, dass ich es brauche. Ich habe kein Problem. Irgendwas reingemacht. Geht hier natürlich nicht. Ah, deine Fernsehsendung. Und Söhne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Er hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt? Ich war gründlich. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie. Vielleicht im Spiegel. Oh Mann. Und ich frage mich gerade, war der Blut vielleicht schon vorher da, als ich hier reinkam? Komm ich nicht mehr raus?
schon sagen. Na dann, weiter im Gepäck. Lass mich raten, Telefon funktioniert nicht. Nee, geht nicht. Super. Gefällt mir. Na, schon wieder ihr Krähen hier. Tagsüber mag ich euch, Jungs, aber nachts.